Was geht ab? Hier ist wieder euer Netro Gamer Lian am Start und dieses Video ist so ein kleines Infovideo zu dem Banner der Herausforderung Woche 2 bzw. zu den gesamten Bannern in Season 9. Erstmal um so einen Banner zu bekommen, muss man bisher ja immer die ganzen Herausforderungswochen abgeschlossen haben. Jetzt ist es aber so, dass, also man bekommt ja immer den Banner, hier ist er. Jetzt ist es aber so, dass die Banner in Season 9 abgeschafft wurden. Das heißt, es gibt jetzt nur noch Sterne. Diese Bonussterne, die sind immer in der ersten, in der dritten, in der fünften, in der siebten und in der neunten Woche. Und in den anderen Wochen waren es immer diese Bonusbanner. Und die waren wohl nicht attraktiv genug, die waren, keine Ahnung, zu langweilig, die hat kaum einer eingesammelt. Und deswegen wurden diese Banner entfernt. Ja, also Woche 2 hat man jetzt abgeschlossen, man kann keinen Banner einsammeln, Bonusstern natürlich erst recht nicht. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht, denn man muss ja hier auch, um das hier, diesen Utopia-Dings, da muss man ja alle Wochen abgeschlossen haben und diese Banner bzw. Sterne einsammeln. Und da frage ich mich halt, wie soll das funktionieren, wenn es jetzt bei Woche 2 nichts gibt. Man hat bei den Fortbytes jetzt schon die Woche 2 bekommen. Wahrscheinlich wird das dann immer so laufen, dass man mit diesen Fortbytes hier dann die ganzen Wochen freischaltet, beziehungsweise hier die ganzen Phasen. Und ja, dazu wollte ich ein kleines Infovideo machen, dass es in Woche 2 keinen Banner geben wird und in Woche 5, 7 und 9 auch nicht. Beziehungsweise in Woche 5, 7 und 9 gibt es diese Sterne und in 4, 6, 8 und 10 gibt es diese Banner nicht. Also nicht, dass ihr euch wundert. In Woche 2 gibt es keinen Banner und ja, das wollte ich euch mitteilen. Viel Spaß noch, bis zum nächsten Video. Lasst ja gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.